Nachdem ein Unwetter die weltgrößte Schweizer Fahne am Sentis zerrissen hat, werden die Tage rund 6400 Quadratmeter Stoff wieder zusammengeflickt. Für den Geschäftsführer von der Sentis Schwebebahnen ein emotionales Unterfangen. Es ist total emotional. Ich muss sagen, es ist ja nicht eigentlich jetzt etwas für uns. Man sieht die Fahne rundherum. Es ist für die Bevölkerung rund um den Sentis. Und wir bekommen unheimlich viel Feedback darüber, dass das den Leuten gefällt. Und ja, es ist auch schön, mal eine Freude machen. Das Unternehmen, das die Fahne gemacht hat und derzeit auch wieder repariert, ist zuversichtlich, dass die 80x80 Meter grosse Schweizer Fahne nach dieser Flickaktion noch 5 bis 6 Jahre wird eingesetzt werden können. Das Wetter könne man eben nicht beeinflussen und das Material sei eigentlich stark genug. Grundsätzlich mag es Schwinggeschwindigkeiten bis 50 km aushalten. Das haben wir im Jahr vorher gesehen, wo das etwa war. Wichtig ist auch, dass es nicht mehr Wind hat, wenn die Höhenarbeiter die Fahnen ausholen. Weil wenn es höher ist, dann geht auch das nicht. Und alles, was drüber ist, ist mit Risiko verbunden. Wir sind das Risiko eingegangen, dieses Jahr, mit dem Resultat, das man ja sieht. Dass es der Fahne bald wieder besser geht, darüber freuen sich nicht nur die Bergbahnen und der Fahnenhersteller. Auf eins und vor allem der Fahnengötti freuen sich, wenn nächstes Sommer wieder das Schweizer Kreuz auf dem Sentis zu sehen ist. Ja, ich freue mich, dass der Fahne gleich wieder besser geht. Ich habe, als sie diesen Sommer aufgehängt worden ist, ein Stückchen komponiert, den Sentis-Fahnenmarsch, wo ich jetzt seit hier immer mal wieder an den Auftritt spiele. Und jedes Mal, wenn ich dann das Stückchen ankündige, fragen mich nachher die Leute, ja, aber es ist ja verrissen. Wie geht's dir? Und jetzt kann ich dann an den nächsten Auftritt berichten, wenn ich das Stück wieder spiele, dass alles wieder gut kommt. Insgesamt haben rund 3 Personen während 6-10 Stunden Tage am Flicken der Fahne gearbeitet. Wie viele Meter Faden aber verbraucht worden sind, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.